Steig aus! Na! Du rufst ja keinen an. Wollte da eigentlich in diese Gewerkschaft mit der Karre da reindrömeln. Ich habe falsche Taste gedrückt. Schleich dich hinter ihn! Verdrückt habe ich mich nicht. Ich suche nur gerade. Mein Eingang. Ja, lauf auch noch davor, Clay. Heilige Scheiße, der Kerl ist tot. Gott verdammt, wir müssen. Du denkst bloß, du kannst dich vor uns verstecken. Clay, hallo, wollen wir da runter? Ich weiß. Mich interessiert jetzt gerade mal, wie war das mit Hocke? Sollen wir gar mal die Tasten ausprobieren hier? Ich hab hier eine Leiche. Lass mal lieber nicht hin. Hast du Angst? Ja. Hopp. Hier kommen wir zum Auto. Was glaubst du, mit wem du dich hier einlegst? Er ist weg. Dann war's das. Ich werde wohl alt oder was? Ich glaube, das Arschloch ist dir noch. Das ist ein Furz oder willst du sterben, Arschloch? Ja,
Los geht's! Ja, komm. Deine Schreckensherrschaft endet hier und jetzt! Weg hier! So. Hey Bruder, alles klar, Mann? Scheiße. Vielleicht sollte ich mal da drüben. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Okay, haben wir wohl erledigt, würde ich sagen. Da ist noch Geld. Scheint wohl auf der Rückseite zu sein. Rede mit Shop Planchart. Okay. Das ist... Ziele. Gewerkschaft noch nicht. Südöstliche Anhänge, genau. Karte. Wegpunkt setzen. So. Wow, wer hat die Karre denn so aufs Dach gelegt? Oh Mann. Haben wir zum Glück nichts mit zu tun. Wir können besser Auto fahren. Aber nur ein bisschen. Dem neuen Moped. Und die hat nicht mal die Cops gerufen. Ah, herrlich. Oh, ey. Geil, ey. Boah, er zieht aber so richtig schön rum. Ja, ja, ist gut. Boah, das Moped von der Frau, oder was? Ey, super, ey. Super hier. Ja, komm, fahr weiter da. Nobelgegend, hä? Eine noble Gegend, würde ich sagen. So, ich lasse wohl das Auto da mal stehen. Diese Karre will ich ja nicht gleich wieder, dass die zerlöchert wird. Alle fertig. Oh,
Na toll. Mir lässt sich nicht so gut fahren. Oh. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Nicht Kontakt zu Verdächtigen verloren. Ui. Nein. Nein. Mein Reifen ist kaputt. Annemarie. Ich will die Karre nicht verlieren. Um Gottes Willen. Scheiße. Oh. Ach Mann. Nein! Karre kaputt, aber Hauptsache safe! Scheiße! Was haben wir denn? Rest in Peace! Oh Mann! Wir müssen erst warten, bis die Dings zurückgerufen wird hier. Ist das. Scheißwoche wird ein bisschen jagen und saufen mit den Jungs meinen Nerven gut tun. Krieg ich die echt nicht mehr gerettet? Scheiße. Ach, das wollte ich nicht. Ich wollte die Karre nicht kaputt fahren. Buckley ist für meinen Geschmack einfach nicht wütend genug. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Sehr gut. So. George Wall, wundert, dass Toretto nicht draußen auf der Straße ist und dich persönlich jagt. So wirkungsvoll wie du. So. Alle verbleibenden Geschäftsziele entfernt. Die Dockarbeit Toretto soll unten bei der Dockarbeitergewerkschaft sein. Will anscheinend wissen, wer verhindert hat, dass seine Leute Beiträge einsammeln. Glaubst du, er hat Greco gesteckt, was los war? Nee. Wie ich Andy kenne, würde er Greco sicher am liebsten unter der Erde sehen. Gleich neben dir. Aber er ist ein Schisser. Und wenn er eine Aufgabe hat, dann zieht er sie auch durch. Die Lage ist überall beschissen. Und es kommt noch schlimmer. Jock sagt den Jungs, dass es bald wieder Arbeit gibt. Du hast Toretto gerade genug angepisst, dass er wieder bei der Gewerkschaft ist. Du musst dich um ihn kümmern. Okay. Neuer Auftrag, neues Glück. Vielleicht ist unsere Karre ja nach dem Gespräch ja vielleicht heile. Vielleicht aber auch nicht. Ansonsten müssen wir diesen komischen Pickup hier nehmen. Unser schönes Auto ist kaputt. Ah! So, was ist das hier? Gewerkschaftserpressung. Konfrontiere Andy Toretto. Einfach mal drauf gedrückt. So, und nehmen wir mal den. Unsere Jungs weiter in diesen Fleischwolf. Und die schmeißen ihre rein. Aber die sind echt gut gefolgt. Ja. Nimm mal die lahmarschige Salatschüssel hier. Na, 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 na.
mal mit deinem Schalthebel umzugehen. Mal gucken, ob auch ohne. So, jetzt macht er. Ah, okay. Wir sollen uns um diesen Rigolette. Er hat die verdammten Arbeitspapiere verbrannt? Was soll der Scheiß?